Ja, mein Name ist Stefan Andreas Kastorf. Wenn ich erstmal die wirklich wichtigen Menschen hier hochbitten, Frau Wagner, Frau Frohloff, Klaus Richter, Peter Merseburger, hier oben mir Gesellschaft zu leisten, mir Hilfestellung zu geben. Denn ich bin ja nicht wichtig. Nee, ich bat darum, das nicht zu machen. Lieber Jupp Legrand, in der Zwischenzeit, wenn die Damen und Herren Platz nehmen, kann ich sagen, vielen Dank für die freundlichen Worte über meinen Vater. Auf seiner Wolke da oben wird es ihn freuen, sonst richte ich es ihm aus. Eines hoffe ich, hat er nicht gesehen, dass der Name falsch geschrieben ist. Ja, gut. Aber sic transit gloria mundi, womit wir eigentlich beim Thema wären. Das ist ein Werkstattgespräch. Ich bitte Sie nachher um Ihre Mithilfe. Denn ich denke, wir brauchen drei Blöcke. Damals und heute, also so Streifzüge. Das möchte man ja doch gerne nochmal fürs Herz hören. Ich auch, weil das ja zum Teil Helden meiner Jugend sind. Das andere ist Wandel der Medienöffentlichkeit und Skandalisierung und all dem. Und das dritte ist Perspektive. Und da brauche ich Sie, bitte. Ja? Und hier auf dem Podium, ich weiß, haben alle schon mitgeschrieben, Bernd Gäbler hat da irgendwie mitten ins Herz gestochen. Ja, einige haben schon lauter hier, der Klaus Richter, der übrigens auch Redaktionsleiter-Monitor war von 76 bis 81. Das weiß ich nämlich noch. Ja. Danke, danke. Freut er sich. Also, der Klaus Richter hat immer noch so wie früher diese gelben Zettel, auf die man dann schrieb. Mein Vater hatte die auch, weiß ich noch wie heute. Und große Buchstaben schon, vor lauter Wut hat er da reingekrickelt. Also, das wird jetzt gleich munter werden. Bernd Gäbler, Sie haben Glück, dass Sie nicht hier oben stehen oder da sitzen. Lieber Herr Merseburger, darf ich Sie was fragen? Bitte. Gucken Sie noch politische Magazine? Nicht alle, aber gelegentlich. Welche und warum? Also ich gucke vor allen Dingen das ZDF-Magazin, weil es also immerhin noch 45 Minuten hat. Die ARD-Magazine, wenn ich ehrlich bin, bringen sich selber um Bedeutung dadurch, dass sie zu häufig aufeinander verweisen müssen. Wenn ich in der ARD etwas zu sagen hätte, würde ich sagen, bitte geht zurück zu zwei Magazinen an einer Stelle in der Woche und einigt euch, wer die bringt. Alle zwei Wochen? Hin und her weisen auf den nächsten Moderator am Donnerstag und dann sind wir vielleicht in vier Wochen wieder auf dem Schirm, ist meiner Ansicht nach fatal. Hätten Sie auch gerne eine andere Abfolge? Also alle zwei Wochen? Also ich glaube, der große Fehler, als ich anfing, Panorama zu machen in der Nachfolge von Joachim Fest. Wenn Sie es etwas näher an. Als ich anfing, Panorama zu machen in der Nachfolge von Joachim Fest, erschienen damals Panorama und Report von Heigert in München in Wechsel, 20.15 Uhr am Montag. Das war natürlich die Zeit, wo das erste Fernsehen eine Art Erziehungsdiktatur ausübte. Würden die Leute, die das Privatfernsehen eingeführt haben. Die politischen Magazine waren ja auch okay, so eine Art Erziehungsdiktatur. Okay, ja. Und ich glaube, das war nicht schlecht. Aber dann kam, weil die Wucht, die hier bemängelt wurde, dieser Magazine da war. Es war ja eine polarisierte Gesellschaft mit wirklich großen Themen der Auseinandersetzung, die heutige, daran gemessen klein-klein, in der Großen Koalition vor allem. Aber die Wucht führte dazu, dass einige Politiker sagten, wir haben doch auch eine Anstalt in der ARD. Und dann kamen die Leute... Entschuldigung, Sie haben eine offene Anstalt? Wir haben eine Anstalt, eine Rundfunkanstalt in der ARD. Die Anstalt. Und haben gesagt, ja, wir möchten jetzt auch ein Magazin haben. Und dann kam ein Gedränge und plötzlich hatten wir, zum Schluss haben wir jetzt, glaube ich, fünf Magazine. Ja, sechs. Also das ist einfach falsch. Kontraste hat damals sich in erster Linie Ost-West-Fragen gewidmet, das hatte noch einen richtigen Sinn. Das ist aber dann plötzlich, wie die anderen Magazine werden wollte, das war meiner Ansicht nach kontraproduktiv. Ne? Frau Wagner, Monitor. Halt, noch nicht. Monitor auf dem letzten Platz. Tut Ihnen das weh und was läuft falsch? Im Moment ist Monitor gar nicht auf dem letzten Platz. Vorletzter Platz. Letzte Erhebung, vorletzter Platz vielleicht. Tut Ihnen das weh? Was läuft falsch? Nein, es läuft nichts falsch, glaube ich. Nicht wirklich. Natürlich gibt es immer Diskussionen, welche Sendung kann man besser machen. Natürlich gibt es immer Diskussionen, wie kann man junge Zuschauer erreichen, wie kann man auch auf viele Punkte, die angesprochen worden sind, reagieren, zum Beispiel Entzug von Politikern oder so. Ansonsten, wenn Sie sich die Quoten mal angucken, und ich habe sie mir auch
nochmal richtig angeguckt, um nicht nur aus der hohlen Hand und Gefühle zu reden, ist es halt so, dass sie sehr, sehr stark abhängig ist seit 10, 15 Jahren von den Vorläufen, von den Gegenprogrammen. Und das werden Sie auch sehen, es gibt einen großen Unterschied zwischen den Dienstags- und den Donnerstagsmagazinen. Die Dienstagsmagazine haben einen hervorragenden Vorlauf mit dieser Krankenhausserie. Vorher war Plus Minus da auf diesem Sendeplatz und hatte auch entsprechend große Quoten. Die sind jetzt auf einen anderen Sendeplatz, entsprechend sind die Quoten runtergegangen. Das heißt, im Grunde kann man sagen, dass die Donnerstagsmagazine so um die 3 Millionen Zuschauer eigentlich immer, und wenn sie auch 2005 nennen, immer darum pendeln. Das sind mal 2,6, das sind mal 3,3. Also sie pendeln immer darum, einen Marktanteil von ungefähr 10% und geben sich da relativ wenig. Ob dann Panorama vorne liegt, ob Kontraste vorne liegt, hängt eigentlich vom Gegenprogramm ab. Wenn also sie einmal gegen 40% ja. Fußball, zum Beispiel wie Monitor jetzt gesendet haben, dann haben sie 5,9, das haut in die Quote vom ganzen Jahr. Wir wollen ja nicht Empirie vergleichen, aber meine Empirie sagt, dass Monitor und Panorama abstürzen. Und Kontraste, ich sage nur, das ist eine These, und Kontraste gerade gewinnt. Wir kommen noch zu Frau Frohler und fragen, warum, woran das liegen kann. Also Sie machen, ich halte fest, Sie machen nichts falsch. Ich sage Ihnen ganz ernsthaft, man kann immer alles besser machen, aber die Quoten als Maßstab sind, glaube ich, der schlechteste Maßstab, den wir reden, Sie im Moment Wir reden ja gar nicht, noch nicht mal allein über die Quoten, sondern die könnten ja antworten auf die Frage, wir machen was falsch, ja, wir müssten vielleicht monothematisch arbeiten. Also wir haben ja auch monothematische Sendeplätze gehabt, mit großem Erfolg auch immer wieder, also die ARD-Exklusivs, also sind ja von den politischen Magazinen gemacht worden. Also das war Kick, Maschmeyer, Hermes, die Geschichten um die rumänischen Wanderarbeiter oder jetzt TTIP, also wirklich viele Geschichten, und es eignen sich aber nicht alle Stoffe dafür, für so eine lange Geschichte. Das müssen Sie einfach sehen. Sie brauchen große Gegner, Sie brauchen klare Gegensätze. Ich zitiere Bernd Käble. Wenn Sie, ein Thema. Wenn Sie tatsächlich 30 Minuten, ich bin großer Fan davon, auch als Präsenterreportage mit einem bisschen schärferen Ton auch, das ist eine tolle Sache, aber Sie müssen auch die Themen dafür haben, und ich fände es falsch, wenn man daraus schließt, auch aus dem Erfolg da schließt, dass man ein Magazin nicht mehr braucht, weil es gibt sehr viele Themen, auch für den Hintergrund, die genau in diese Formate 5 bis 10 Minuten reinpassen, und ich glaube, die Magazine sind auch recht flexibel. Wir machen auch mal 12 Minuten, wenn tatsächlich das Thema trägt. Frau Frohler, Sie machen, also es liegt nur am Sendeplatz, dass Sie Zuschauer gewinnen. Also ich glaube, diese Diskussion um Quoten ist jetzt hier nicht wirklich zielführend. Natürlich führt man sie immer gerne. Wir sind natürlich sehr froh, dass wir sehr gute Quoten haben, mit denen wir zufrieden sind. Aber ich will mal noch mal das aufgreifen, was Bernd Gebler vorhin kritisiert hat. Er hat ja gesagt, dass die politischen Magazine manchmal mehr auf strukturelle Probleme eingehen sollten. Ich finde, auch in dieser Debatte ist es eigentlich lohnend, sich mal strukturell anzuschauen, wenn man über Bedeutungsverluste bestimmter Magazine nachdenkt, was eigentlich passiert in der Medienlandschaft. Und es hat eben sehr, sehr viel zu tun mit einer sich komplett und sehr rasant verändernden Medienlandschaft, was wir hier erleben. Das kam mir ehrlich gesagt viel zu kurz in Ihren Anmerkungen, Herr Gäbler. Und darüber, das muss man sich natürlich wirklich vor Augen führen. Wir erleben ja, dass ein unglaubliches Tempo im Moment in allen Medien erkennbar ist, angeführt durch die oder ausgelöst durch das Tempo in den sozialen Medien, im Internet, wo du Informationen, wo du Hintergründe, wo du Bilder, wo du Filme zu jedem nur erdenklichen Thema finden kannst, das du eingibst. Da bekommst du im Grunde genommen alles. Was wir sehen, ist, dass die Aufgeregtheit in den Medien generell dramatisch zugenommen hat und der Kampf um Aufmerksamkeit sozusagen sich dementsprechend verstärkt hat. Das heißt, du musst oft laut sein, um gehört zu werden. Das wir sind ist schon im Heute, Donnerwetter. Ja, wir sind schon das im gestern Heute. Haben wir schon alles hinter uns gelassen, die 55 Jahre politisches Magazin, Erfolge. Naja, wir reden ja darüber, warum, das war ja die Hauptthese, warum verlieren politische Magazine möglicherweise an politischer Bedeutung? Warum haben sie nicht mehr den Wumms, hat der Gebler so schön gesagt. Und das hat eben sehr viel damit zu tun, dass generell dieser Schrei nach Aufmerksamkeit da ist, den aber, und das ist jetzt mein Punkt, den aber die politischen Magazine eben nicht erfüllen. Wir gehen da nicht mit, weil wir das nicht richtig finden, weil wir nicht der Meinung sind, je lauter du schreist, umso wichtiger bist du. Und je oberflächlicher und populärer du sozusagen Berichterstattung machst, umso mehr Quoten bekommst du. Das ist eben auch nicht unser Wunsch,
ausschließlich und vorrangig Quoten, gute Quoten zu haben und deshalb populärer zu berichten, sondern das ist doch großartig, dass die ARD sich weiterhin sozusagen diesen Luxus leistet, Redaktionen zu haben und dann sogar gleich drei, und beim ZDF ist es frontal und es gibt viele andere Magazine, die das tun, die politisch und hintergründig und sauber recherchieren und darüber berichten. Dazu kommen wir noch, Kunst der Recherche und was hat sich gewandelt? Hat sich vielleicht was gewandelt? Da sitzt Professor Richter. Soll jetzt jungen Fernsehjournalisten erklären, wie das eigentlich alles so richtig geht. Mit großer Erfahrung. Ich wage eine These. Ich habe sechs Thesen aus dem destilliert, was Bernd Gäbler gesagt hat. Erste These: Die politischen Magazine sind sui generis keine politischen Magazine mehr, sondern sind Magazine, die gerne, zu gerne, These, zu gerne, Verbraucherthemen politisieren und skandalisieren. Da gibt es ja Beispiele. Jetzt nicht schon wieder mit Empirie, die dann bezweifelt wird. Der eine sagt so, der andere sagt so. Aber ist an dieser These auch nur ein Gran richtig? Und wie weit reicht in den politischen Magazinen die Selbstvergewisserung? Machen wir das richtig? Was machen wir richtig? Warum? Bei Zeitungen, ich bin ein Printjournalist, müssen wir uns auch fragen, warum verlieren wir Leser oder gewinnen wir Leser? Warum verlieren wir Zuschauer? Frontal 21 hat massiv, unglückseligerweise, Zuschauer verloren. Dass wir Zuschauer verloren haben, ich muss noch einmal auf die Quote zurückkommen, hat mit der Veränderung des Umfelds zu tun. Man kann es wirklich nicht oft genug wiederholen, dass diese Quote abhängig ist vom Vorprogramm und vom Gegenprogramm. Wenn Sie im Vorprogramm 20% angeliefert bekommen, dann können Sie hinterher mit Verlaub den größten Unsinn senden. Sie werden immer noch zweistellig enden. Das nehme ich jetzt als Präambel für unsere Diskussion. Okay. Die Sendeverantwortlichen, also die Programmverantwortlichen in den Sendeanstalten, die Intendanten, Programmdirektoren, Fernsehchefredakteure, die sind jetzt aufgefordert, neue Sendeplätze zu finden. Das nehmen wir jetzt als gesetzt. Aber jetzt kommt die Frage nach Selbstvergewisserung. Also an der These, dass die politischen Magazine ihren Charakter geändert haben, da ist in der Tat etwas dran. Und ich muss nur sagen, dass diese Veränderung auch völlig zu Recht stattgefunden hat, weil sich der Politikbegriff verändert hat. Wir reden über die großen Zeiten der Magazine. Wenn man daran erinnern darf, wir haben ja einige, glaube ich, dabei, die auch diese Zeiten noch wirklich sehr aktiv erlebt haben. Damals wurden Wahlkämpfe mit Freiheit statt Sozialismus geführt. Wir hatten Franz Josef Strauß, wir hatten die Ostverträge. Es ging um die Grundlagen dieser Gesellschaft, dass sie in solchen Zeiten ein politisches Magazin viel leichter machen können als heute. Heute hatten wir Big Data, heute haben wir NSA, heute haben wir den Krieg hier und da und dort. Ja, dies findet ja auch alles statt, nach wie vor. Aber der Politikbegriff hat sich verändert. Wir haben, meine These meinerseits, die großen gesellschaftlichen Fragen dieser Republik sind gelöst. Wir haben nicht ohne Grund, nicht nur im Bund, sondern auch in vielen Ländern, große Koalitionen. Und die große Koalition ist nach allen Umfragen die Lieblingsregierungsform der Deutschen. Das hat Gründe. Es gibt, um das aufzunehmen, es gibt genügend Themen, gerade im sozialen Bereich, im Arbeitsleben und so weiter, wo nach wie vor die Magazine wichtig sind. Und genau dort liegen nämlich heute unsere Schwerpunkte. Nicht mehr wie früher in der Parteipolitik, sondern in der Sozialpolitik. Deshalb stehen Themen wie Gesundheitspolitik auch völlig zu Recht am Beginn von Sendungen. Sie sollen auch untereinander reagieren. Ich will nur eben ganz kurz Herrn Naseburger fragen. Es hieß früher nicht das politische Magazin, sondern zeitkritische Magazine. So ist es. Ja. Ist das eine Rückbesinnung, was jetzt geschieht? Ist das vielleicht alles falsch, was wir hier diskutieren? Also ist der Begriff politisches Magazin völlig falsch? TV-Magazin, muss es ein zeitkritisches sein? Und das kann einfach Gesellschaftsthemen sein. Und wenn es wie bei Fakt immer schön nach, in aller Freundschaft, nach dieser Medizinserie ein Medizinthema ist, dann ist das auch prima. Ist das richtig so? Also ich würde sagen, dass eine Art Schrumpfung der Horizonte stattgefunden hat. Was Klaus Richter gesagt hat, dass Sozialpolitik mehr und mehr nach vorne rückt, das sehe ich auch, aber ich sehe auch, dass das manchmal in klein-klein sich erschöpft. Vor allen Dingen, wenn dann Fakt mit Monitor oder Fakt mit Report konkurriert. Und das alles nur eine halbe Stunde. Wenn ich sage Schrumpfung der Horizonte, möchte ich daran erinnern, dass wir früher, natürlich gab es damals große Auseinandersetzungen, die kamen aber erst dann im Laufe des Endes der Adenauerzeit. Aber Paczynski hat damals angefangen, und hat als Feind des Kolonialismus hat er gelegentlich nach Afrika geschaut. Nicht? Zu meiner Zeit
haben wir oft das Problem Atlantiker oder Gaullisten gehabt. Das war natürlich auch ein innenpolitisches Thema, aber es war vor allen Dingen auch die Frage, was wird aus Frankreich? Wir haben also, wenn Sie so wollen, über den kleinen deutschen Rahmen hinausgeschaut. Und ich habe das Gefühl, wir gehen ein bisschen zurück. Das ist das eine. Ich will ein Beispiel bringen. Denken Sie an die Ukraine und wie Putin im Grunde mit der EU gespielt hat. Nicht? Und da kam Wolfgang Ischinger und hat gesagt, ja, eigentlich müssten wir jetzt überlegen, eine europäische Armee aufzubauen. Das hat kein Mensch aufgegriffen. Ich weiß nicht warum, aber das ist eine Sache, die liegt auf der Straße. Wir bedauern die Machtlosigkeit der EU und gleichzeitig kümmert sich niemand darum, dass sich das ändern sollte. Warum greift man eine Sache wie Ischingers Vorschlag nicht auf? Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, dass die Magazine manchmal dem Mainstream zu sehr folgen. Ich will ein Beispiel bringen. Diese Kombination, diese große Allianz von Boulevard, also Bild-Zeitung, seriöser Presse, FAZ und Fernsehen, hat zu einer Art Mobbing geführt. Ich will jetzt nicht untersuchen, ob Herr Wulff also wirklich fehl am Platz war. Das ist es nicht. Mich stört einfach die Frage, hat diese Allianz zu einer Mobbing-Allianz geführt? Und das wäre ein Fall gewesen, wo eigentlich die Magazine auch Kritik an ihren eigenen Medien oder an den Medien hätten üben müssen. Aus meiner Sicht hat das nur Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung getan. Ist noch nicht direkt ein Fernsehmagazin, aber die machen auch ein eigenes. Frau Wagner, Sie wollen... Ja, ich glaube, wir müssen in der Diskussion trennen zwischen Akzeptanz und inhaltlicher Relevanz. Ne? Beides sind interessante Themen. Bei der Akzeptanz, würde ich mal sagen, könnte man die Rede auch genauso gut völlig anders halten. Man könnte zum Beispiel sagen, in einer Medienlandschaft, in der es inzwischen 100 bis 200 Programme gibt, zumindest auf meinem Fernseher, sind eigentlich 10% Marktanteil, meistens unter den Top 10, wenn Sie manchmal diese Listen angucken, was ist gestern Abend am meisten geguckt worden, dann gibt es immer die Top 10 und da sind die Magazine ganz oft dabei. Also ich finde, es ist nicht der Untergang des Abendlandes, wenn wir quasi sagen, ja, jetzt haben die Magazine leider nur noch 10% in einer gewandelten Medienlandschaft, in denen es auch die Zahlen, die Herr Gebler nannte, Anfang der 80er Jahre, da gab es dann auch mal RTL, da gab es dann auch Sat.1, aber es gab nicht 100, 200 Programme im Fernsehen. Und insofern ist eigentlich, wenn Magazine heute mit politischen Inhalten und politisch relevanten, wie ich finde, auch sein sollten, und da gibt es sicher auch Unterschiede, auch unter den Magazinen, kann man auch nicht für einen für alle sprechen, 10% Marktanteil erhalten, dann ist es eigentlich auch eine relativ gute Nachricht. Natürlich hätten wir gerne mehr, natürlich hätten wir gerne den Sendeplatz nach der Tagesschau, den wir auch schon mal hatten und wo auch die Magazine sehr gut funktioniert haben, muss man auch sagen. Auf der anderen Seite stehen Programmverantwortliche natürlich auch in der Verantwortung, ein Gesamtprogramm zu entwickeln für den Abend. Und da war man eben der Meinung, dass leider die Magazine nicht mehr nach der Tagesschau laufen und leider auch nur noch 30 Minuten. Ich meine, da wären, finde ich auch schön, wenn Sie da die Initiative ergreifen und sagen, das muss doch nochmal auf die Agenda, öffentlich-rechtliches Fernsehen, Public Value, da sind wir sofort dabei. Ne? Inhaltliche Relevanz, denke ich, müssen wir nochmal extra diskutieren. Ja. Und da gibt es natürlich gesellschaftliche Veränderungen, da gibt es auch Unterschiede in den Magazinen. Aber zum Beispiel gerade Monitor hat, glaube ich, die großen politischen Themen immer abgebildet. Ja, und das ist ein gefährlicher Satz. Monitor hat die Themen abgebildet, hat weniger mit dem Bekennerischen zu tun, das wir vorhin in verschiedenen Äußerungen gehört haben. Aber These 5. Wer in der politischen Welt muss sich vor Monitor und Co. noch fürchten? Politischer Bedeutungsverlust ist evident. Falsch oder richtig? Gibt es die Diskussion bei Ihnen in den Magazinen, dass da tatsächlich die Leute nicht mehr so richtig hinhören? Naja, also wer muss sich davor fürchten? Also zunächst einmal... Das gehörte zu den richtigen Punkten bei dem Einleitungsreferat. Politiker drücken sich heute vor der Auseinandersetzung mit den Magazinen. Also es ist ja inzwischen eine Standardformel geworden, der zuständige Minister oder wie auch immer verzichtet auf jede Stellungnahme vor der Kamera, schriftlich kommt dann irgendein nichtssagender Satz. Sie haben eine regelrechte Verweigerungshaltung bei der Politik heute. Die gehen natürlich viel lieber in die Talkshows,
Da werden Sie in aller Regel, ich will jetzt niemanden beleidigen dabei, aber eher sanft befragt. Das heißt, das ist für die einfach der bessere Platz, um sich darzustellen. Also mit der Politik haben wir wirklich Schwierigkeiten, wobei man hinzufügen muss, dass rein politische Themen, parteipolitische Themen in Magazinen auf eine sehr, sehr schwache Resonanz im Publikum stoßen. Wir haben die Erfahrung gemacht bei Frontal 21, dass bei einem parteipolitisch geprägten Thema Sie im Minutenverlauf der Sendung, das wird nach jeder Sendung angefertigt, die Zuschauer Ihnen in Scharen weglaufen. Das heißt, klassische Parteipolitik wie früher kommt einfach nicht an. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie sagen, Sie machen das trotzdem und riskieren Einbrüche, regelrechte Einbrüche, oder aber Sie ziehen genau daraus die Konsequenzen. Alte linke These, Strukturfragen sind Machtfragen. Bernd Gäbler hat es zitiert in anderem Zusammenhang. Aber Tatsache ist, wenn man politische Magazine anschaut, dann geht es eben doch auf Personalisierung. Es geht doch weniger um die Struktur, die dahinter steht, cool, calm, collected, nach angelsächsischem Vorbild. Und das ist ja der Ursprung, der politischen Magazine von anno 1960 bis heute, cool, calm, collected Strukturen aufzuzeigen und dann mit einer geschliffenen Moderation weh zu tun. Richtig, das kann man beklagen, aber ich meine, das ist die älteste Form des Journalismus. Die Magazine sind ja nach angelsächsischem Vorbild, amerikanischem Vorbild auch entstanden, und der klassische Einstieg über eine Person, das ist nun einmal so. Schauen Sie sich jede Spiegelgeschichte an, die fängt genauso an. Das ist ein journalistisches Muster. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir einer eine auch erfolgversprechende und beim Publikum ankommende Alternative zeigen könnte. Deswegen nur sind wir heute hier, das soll ja danach alles besser werden. Genau, es gibt... Obwohl es schon gut ist, Frau Wagner, es soll schon gut sein. So werden nun einmal Geschichten erzählt. Ja. Frau Frohloff, wir waren jetzt eben bei der Moderation. Ja. Entschuldigung, Ich würde das gerne noch mal ganz kurz ergänzen. Ja, aber ich würde auch gerne noch die Frage stellen, ob die Moderation, also es war ja eine stramme These von Bernd Gäbler, ich habe das hier ausgebreitet, deswegen brauchte ich diesen Tisch, ich habe die ganzen hier ausgebreitet, die Zettel, habe alles gelb angemarkert. Da steht, also früher gab es wortgewaltige Moderatoren, die zu Wortspielen in der Lage waren, die wehgetan haben, die spitz formuliert hatten, die an Wortspielen Ironie und anderem Spaß hatten, und heute gibt es, ich sage es jetzt mal prononciert, Ansager. Elegante, die kein Ä, kein O, kein A sagen, sondern elegante Ansage, die von Beitrag zu Beitrag überleiten. Ist das ein Thema, das bei Ihnen eine Rolle spielt, dass Ihnen schon mal begegnet ist oder dass Sie behandeln und sagen, alles Quatsch, war früher, ist heute anders? Also will ich gerne gleich beantworten, aber dazu gehört noch die Antwort oder die Ergänzung zu dem, was Sie gesagt haben. Die politischen Magazine sind nach wie vor unbequem. Das ist auch sozusagen unser Auftrag, das wollen wir auch sein. Wir, also nicht ohne Grund, glaube ich wirklich, dass wir nach bestem Wissen und mit sehr viel Herzblut dort arbeiten, weil wir alle als Journalisten den Wunsch haben, lass es uns wirklich altmodisch sagen, Missstände aufzudecken. Das ist also sozusagen der Ursprung dessen, warum arbeitest du für ein politisches Magazin? Du siehst politische Zusammenhänge oder auch in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft und sagst, darüber möchte ich berichten, das möchte ich genauer wissen. So, was machst du dann? Du gehst aber erstmal hin und versuchst herauszufinden, stimmt deine Ausgangsthese? Ist das so, wie du glaubst? Dann recherchierst du und dann musst du dieses sozusagen dokumentieren anhand von einzelnen Geschichten und einzelnen Belegen. Deswegen der Vorwurf von Herrn Gäbler, sozusagen, wir würden immer nur mit dem Finger dann auf die Politik zeigen und die seien schuldig und da müssen irgendwie andere Gesetze gemacht werden. Ja, letztendlich ist es so. Du musst aber auch erstmal natürlich sozusagen am Einzelfall, an einem einzelnen Beispiel zeigen, was ist da schiefgelaufen, und dann versuchst du, den Schuldigen rauszufinden, und dann ganz oft landest du natürlich dann bei gewissen gesetzlichen Regularien, oder aber, was ja ganz oft auch passiert, wir sehen, die Gesetze sind eigentlich da, aber es fehlen die Kontrollmöglichkeiten. Das ist ja in jedem zweiten Thema, das du recherchierst, der Fall. So, und dann wendest du dich an die Politik, du gehst hin, Sie kennen das doch auch, Herr Kastorf, und dann sagst du, können Sie mir bitte dazu ein Interview geben, wir haben das und das rausgefunden, wir möchten gerne in aller Länge und ausführlich Ihnen einen Diskurs anbieten, und das tun wir sehr wohl, und zwar regelmäßig bei fast jedem Stück, aber es kommt nicht zurück, es besteht nicht der Wunsch, und das liegt schon sehr oft daran, dass natürlich klar ist, die müssen sich unseren kritischen Fragen aussetzen. Ich komme darauf zurück, aber jetzt noch zur Moderation. Ja, also gerne. Die Moderatoren sind Ansager und nicht Moderatoren im Sinne von, dass sie selbst
das Thema anspitzen, anschärfen, zuspitzen und dann möglicherweise auch den Zuschauer damit packen. Ja, der Moderator damals, als es zwei Fernsehsender ungefähr, ne? gab, ZDF und ARD, der hatte sicherlich noch die Möglichkeit, glaube ich, sozusagen als Leitartikler aufzutreten, wie Herr Gebler das formuliert hat. Ja, also klar, da hört man dann auch ganz lange zu. Der Zuschauer hat auch da keine Fernbedienung in der Hand gehabt mit dem zitternden Finger und konnte schnell woanders hinschalten, wenn ihn der Leitartikel anfing zu langweilen. Da gab es nur diese zwei Fernsehprogramme, ja. Mhm. Also du bist natürlich schon auch sozusagen in einer Medienlandschaft jetzt, in der die Sehgewohnheiten sich so geändert haben, dass der Zuschauer sehr, sehr, sehr schnell weg ist von deinem Sender. Und das Bestreben muss schon auch sein, nicht nur Orientierung und Halt zu geben als Moderator und den Zuschauer da abzuholen, wo er steht bei einem bestimmten Thema und ihn mitzunehmen, ihn zu interessieren für dein Thema, sondern du musst schon auch gucken, also wie bleibt der mir bitteschön überhaupt bei Stange, wenn ich weiß, im Gegenprogramm läuft dies und da ist gerade Fußball hochspannend und ich weiß nicht was. Diese Zeit, sich dann 1:30, 1 Minute 30 lang auszumehren, sozusagen in einem kleinen Kommentar, das ist veraltet, das kannst du heute so nicht mehr machen. Also Stefan Aust hatte damit beim Spiegel durchaus Erfolg, will ich mal sagen. 1:30 hat er auch niemals moderiert. Ja, nee, eher länger. Lieber Merseburger, gehen Sie da mit, stimmt? Also dieses, sagen wir mal, Alerte im Gegensatz zu, Sie waren ja auch Korrespondent in London, on alert. Also ich würde erst mal sagen, in 30 Minuten eine vernünftige Moderation hinzulegen, wenn Sie 6 Beiträge haben. Das muss man einfach machen wir halt mal einen. Vom praktischen Gesichtspunkt her sehen. Halt einen. Das ist sehr viel schwieriger. Mhm. Und ich glaube, wir machen hier einen Fehler. Wir diskutieren über die Magazine, aber wir müssen auch diskutieren über die Magazine im Gesamtprogramm. Das betrifft nicht nur die Quoten, die natürlich, wenn ich einen Zimek habe, also mit Tierfilm oder die Königin Elisabeth oder so, dann hast du eine gute Quote, das verstehe ich. Also die Programmplaner müssten, wenn sie ihr Magazin wirklich lieben, müssten davor und dahinter einen ordentlichen Publikumspuffer legen. Das tun sie offenbar nicht, wenn ich Herrn Gebler richtig verstanden habe, der hat das ja untersucht. Der Punkt ist, ich glaube, die Politik zerfasert im Programm und das ist sie früher nicht. Manches, was im Magazin vorkommen müsste, und da muss ich sagen, also es geht mir nicht nur um Missstände aufdecken, sondern es geht mir auch um Hintergrundinformation. Richtige, solide Hintergrundinformation gehört auch ins Magazin. Und mir, wenn ich Fakt beispielsweise angucke, dann habe ich das Gefühl, die kümmern sich nur darum, um Missstände und um nichts anderes. Mhm. Dass die Missstände aufdecken, das ist das Investigative von früher, das also natürlich Schule gemacht hat und das wichtig ist, aber Hintergrundinformation, ich muss das betonen, auch. Nur im Gesamtprogramm hatte die Hintergrundinformation früher einen Platz mit der Dokumentation. Die Dokumentation gibt es heute eigentlich gar nicht mehr und dafür haben wir bei der Zerfaserung des Politischen diese Inflation von Talkshows, die ja gleich der Inflation der Magazine im ersten Programm ist und findet eigentlich eine Konzentration, die, um Herrn Gebler zu zitieren, Wuchtverspräche, eigentlich fast kaum mehr statt. Und das finde ich bedauerlich. Wir müssten eigentlich eine Gesamtreform des Programms haben, vor allen Dingen in der ARD, beim ZDF. Da gibt es ja ein Magazin. Früher gab es zwei. Aus das oft genug ausfällt, wie wir gehört haben. Ja. Aber noch das hat natürlich immer zwei Seiten. Ja. Ne? Also das ist auch ein Stück gerne. Pluralismus. Und Report München, Monitor, Kontraste, das sind auch verschiedene Marken, ne? die sich auch über die vielen Jahrzehnte, ob sie das gut fanden oder nicht, aber etabliert haben, auch bestimmte Profile entwickelt Glauben haben. Sie wirklich, dass sich das dem Zuschauer eingeprägt hat? Ja, tatsächlich. Also zum Beispiel, wir haben ja Umfragen zum Monitor gesehen. Das ist eindeutig eine Marke, die auch einen hohen Wiedererkennungswert hat und auch mit bestimmten Werten und so weiter auch verbunden ist. Insofern, ich finde den Pluralismus, der manchmal auch nervig ist in der ARD, aber in dem Fall auch nicht nur negativ. Ich wollte aber auf einen anderen Punkt noch zurückkommen, weil das war ja auch ein spannender Punkt. Die Politiker entziehen sich. Ich meine, wir haben es heute
natürlich auch mit Politikern zu tun, die sich beraten lassen von Krisenkommunikationsagenturen. Und die raten Ihnen natürlich nicht, zum Magazin zu gehen, wo Sie nicht gut dastehen können, sondern eben lieber in eine Talkshow oder woanders. Ja, wie soll man damit umgehen? Gebler sagt, ja, da müssen die Magazine einen Weg finden. Also da sind wir für den richtigen Tipp dankbar. Denn wir diskutieren darüber seit Jahren in den Redaktionen, haben sehr oft in fast jeder Abmoderation, auch Sonja Mikic hat es ja immer wieder machen müssen, gesagt, bald machen wir eine ganze Liste, wer wieder nicht geantwortet hat oder sich weigert, dazu vor die Kamera zu gehen. Wir sind dann auch irgendwann dazu übergegangen, haben gesagt, so machen wir es nicht weiter. Wir werden auch etwas aggressiver und versuchen, die Leute dann aufzulauern. Das hat natürlich auch Grenzen. Sie können nicht einen Politiker zu irgendeinem Spezialthema auflauern, auf das er sich nicht vorbereiten konnte. Aber es gibt durchaus Situationen, wo man sagt, da gibt es eine thematische, inhaltliche Übereinstimmung. Da kann man durchaus mit so einer groben Frage jemanden auch bitten, doch mal dazu Stellung zu nehmen, wenn er sich immer entzieht. Sie meinen also die Methode Lüttgert? Zum Beispiel. Oder früher Wolfgang Kuhn. Ja, aber die gab es auch schon vorher, Lüttgert, die Methode. Also hinterherlaufen, bis er dann mürbe wird. Zum Beispiel. Ja, tatsächlich, oder es zu dokumentieren. Wenn ich das richtig beobachte in den politischen Magazinen, findet es ja auch, aber relativ selten. Also wenn Sie es genau beobachtet haben in den letzten Jahren, hat es in fast allen Magazinen zugenommen. Dass die Leute wirklich auch sich bemühen, dann an Veranstaltungen. Sie Herr müssen Gebler, ja da brauchen wir Empirie. Ja, nacharbeiten. These, neue These. In einer durch und durch skandalisierten Welt werden die Skandale knapp. Und zwar schon deshalb, weil es ja, ist auch das Problem des Spiegel, aber das ist vielleicht ein anderes Thema für eine andere Studie, durch Spiegel Online werden die Skandale knapp. Also, Magazine behaupten, sie hätten einen Skandal, haben aber recht eigentlich keinen und haben vor allem recht eigentlich keine Weiterdrehe, weil 3 Wochen später kein Mensch mehr daran denkt, dass das mal ein Skandal gewesen ist. Richtig oder falsch? Natürlich falsch. Aber warum falsch? Na, es geht schon mal damit los, dass, glaube ich, kein Magazin von uns wirklich behauptet, wir haben Skandale oder wir decken Skandale auf. Das ist vielleicht sozusagen in der Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das sagen wir selbst nicht, weil in der Tat, Herr Gebler hat ja recht, naja, Skandale, was sind Skandale? Das sind die ganz, ganz, ganz großen und wirklich sehr, sehr selten zu recherchierenden oder zu aufzudeckenden Geschichten. Das ist vielleicht der NSA-Skandal oder anderes. Aber in unseren Beiträgen geht es doch immer auch noch um andere Sachen. Es geht, man kann es ja nennen, wie man will, man kann sagen, Missstände aufdecken. Es geht aber oft auch darum, und das ist ja sozusagen verbunden mit diesem Begriff, Missstände aufdecken, auch nochmal, Herr Merseburger, das heißt doch immer auch, dass man den Zuschauer anregt, sich selber mal andere Gedanken zu machen, als er vielleicht bisher gemacht hat. Das heißt immer auch, den Zuschauer mit zum Diskurs einladen. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Wunsch, den wir haben, der sich oft auch erfüllt. Also wir machen oft die Erfahrung, dass Zuschauer uns hinterher schreiben, gerade bei Themen, die wir übrigens anlegen, gar nicht so sehr als meinungsstarke Beiträge, sondern wo wir ganz oft auch ein Dilemma aufzeigen, wo wir selbst sagen, ja, das ist einerseits so, ist es andererseits so. Ich gebe mal ein kleines Beispiel nur. Die Tafeln, die Berliner Tafel und in anderen Städten gibt es das auch. Diese Einrichtung, wo Bedürftige kommen und sich warmes Essen, Kleidung und so weiter abholen, ehrenamtliche arbeiten dort. Jeder von Ihnen würde sagen, wunderbare Sache, tolle Geschichte. Wir haben mal versucht, eben aus einer anderen Perspektive auch auf dieses Thema zu schauen und haben, ganz kurz nur das Beispiel zu Ende, haben gesagt, ist das wirklich immer eine ganz lobenswerte Einrichtung oder ist es nicht auch so, dass man diese Leute, die da kommen, die so bedürftig sind, dazu anregt, sich nicht mehr selbst zu helfen, sondern einfach in diese Lethargie zu verfallen und in diese Haltung, ja, ich kriege das doch geboten. Und wir haben dann gesprochen mit den Ehrenamtlichen, die dort arbeiten, die genau diese Kritik geäußert haben. Auf so einen Beitrag zum Beispiel bekommen wir unglaublich viele Zuschriften, weil da Zuschauer sich auch mitgenommen fühlen und sagen, Mensch, so habe ich das noch nie gesehen, das ist interessant und ich habe das bei mir in der Stadt auch so und so erlebt. Ich merke, Klaus wird ungeduldig. Ich will nur eines sagen. Also früher gab es, also ich erinnere an Klaus Bettnarz, der hat in seinen Moderationen, auch Sonja Mikic, ich sehe sie, da haben in ihren Moderationen keinen Zweifel an ihrer Meinung gelassen. Keinen Zweifel. Das waren auch Meinungsmagazine. Und heute soll es aseptisch zugehen. Also wir stellen eins, nehmen das andere und dann ist es schön. Also zwischen Gesinnungsjournalismus, ich glaube, den sprichst du an. Und dafür gab es in der Vergangenheit Beispiele. Dein Vater gehörte nicht dazu, der uns immer ermahnte, streichen Sie den Schaum. Aber gelegentlich, es wurde ja auch vorhin auch zu Recht zitiert, wir wollen diese Gesellschaft verändern. Aber das war der Geist der 70er Jahre. Nicht? Da regierte die sozialliberale Koalition 3 Jahre. Das waren völlig andere Zeiten. Und es war auch eine andere Art des Journalismus. Also die Welche Gesinnung, Art? Die Gesinnung der Art? Klare Standpunkt, der sogenannte klare Standpunkt, spielte eine weit größere Rolle als heute.
Folge, wie vorhin bereits ausgeführt, einer polarisierten Gesellschaft. Der Grad der Politisierung war bei weitem höher als heute. Gefährliche, gefährliche These zu sagen, also heute braucht es keinen klaren Standpunkt mehr. Natürlich, natürlich. Was man. Also, ich würde das auch ehrlich sagen. Der klare Standpunkt wurde früher sehr häufig auch mit parteipolitisch klarem Standpunkt verbunden. Standpunkt und Haltung und Position. Sehr richtig. Haltung ist etwas völlig anderes als dieser gut. Standpunkt. Dieser Begriff wird immer wieder fälschlich gebraucht. Genau. Ich glaube, man kann das auch so pauschal auch da nicht sagen. Zum Beispiel Georg Restle hat in seinen Moderationen immer einen sehr starken Standpunkt oder eine sehr starke Haltung auch, genau wie Sonja Mikic das vorher hatte und auch Herr Bettnerz vorher hatte. Ich konnte sie alle drei insofern verfolgen, als dass ich unter allen dreien gearbeitet habe. Und ich sehe da ehrlich gesagt nicht, es gibt tatsächlich, und da haben Sie recht, auch da Unterschiede. Es gibt Magazine, die werden von Leuten moderiert, die auch daran inhaltlich mitarbeiten. Und es gibt Magazine, die mehr Presenter. Oder minder auch die Sendung American präsentieren Way lassen von einem professionellen Moderator. Ja, finde ich News. Auch nicht gut, bin ich ganz bei Ihnen. Aber auch da muss man wieder differenziert hingucken. Es erinnert mich ein bisschen an den Film William Hurt, ich glaube Sissy Spacek über Broadcast News. Da gibt es einen, der immer die Broadcast News, der kriegt immer die Fragen ins Ohr genannt. Das ist aber nicht der Presenter, den Sie meinen. Nochmal zurück zu dem Unterschied zwischen Haltung und Position. Warum, nur die Frage, wenn Sie nur 30 Minuten haben, widmen Sie sich nicht den Strukturfragen in einem Thema, legen alles bloß und versehen es mit einem geschliffenen Kommentar des Moderators, der an dem Thema inhaltlich mitarbeitet, was eine Voraussetzung ist, um ein Magazin wirklich gewissermaßen zum Zuschauer zu transportieren. Authentizität bringt möglicherweise dann auch, Interesse. Ja, aber ist es nicht so? These. Ja. Ich greife sie nicht persönlich an, Frau Wagner. Es ist nur eine These. Gegenthese ist, dass jeder Beitrag eigentlich die Zeit hat, die er braucht und die er auch haben sollte. Und ich glaube, Beitrag, ein Magazin setzt sich ja aus verschiedenen Beiträgen, nicht aus 6, Herr Merseburger, sondern in der Regel aus bei Monitor 5. 3 bis 4 maximal. Manchmal macht man einen kürzeren, um den anderen mehr Zeit zu geben. Das heißt, welches Thema braucht welche Sendezeit? Wird wirklich am Ende quasi ausgemackelt und zu sagen, ja, dieses Thema erklärt sich in 7 Minuten oder in 11 Minuten nur, dieses braucht 13 Minuten. Also ich denke nicht, dass es daran tatsächlich mangelt und ich glaube auch nicht, dass das größte Problem ist. Und tatsächlich machen die Magazine auch 30 Minuten monothematisch, wenn sie ein Thema haben, von dem sie meinen, es braucht. Ich versuche ja nur Anwalt des geneigten, des interessierten, des leidenschaftlichen Zuschauers zu sein. Das ist ja etwas, womit sie sich auseinandersetzen müssen, wie wir uns alle. Also Themenhopping. Immer dieselbe Abfolge, These von Gäbler, immer dieselbe Abfolge, dieselbe Machart, dasselbe und Themenhopping. Beitrag, Moderation und dann die Übergabe an hier bei der ARD Tagesthemen. Stört Sie das bei den Tagesthemen auch, dass da immer eine Moderation und dann ein Bericht ist? Na, das wäre noch eine Alternative, dass man sagt, man verlängert einfach die Tagesthemen. Aber dazu kommen wir dann bei den Perspektiven mit Ihnen gemeinsam. Aber ich meine, warum soll das im Magazin Sie so stören? Nicht meine Meinung, Ihre Meinung ist gefragt. Ja, also mich stört es nicht. Aber deswegen frage ich, warum ist das sozusagen das Problem der Magazine? Ich sehe ganz andere Probleme, auch gerade in der Zukunft, auch gerade was die Jugend angeht, auch gerade weil wir es mit einer Generation zu tun haben, die völlig anders sozialisiert worden ist, auch Medien sozialisiert ist. Ja. Aber Sie laufen denen hinterher, anstatt ihr Konsumentenverhalten. Nein, wir laufen denen nicht hinterher, im Gegenteil. Wir haben zum Beispiel festgestellt, also es gibt ja ein Problem, nämlich dass tatsächlich seit den 80er Jahren, als die Privatsender kamen, man tatsächlich auch eine Informationsvermeidung beim Fernsehgucken betreiben kann, die man früher nicht betreiben konnte. Es gab die öffentlich-rechtlichen Magazine, die hatten viel Informationsanteil und wenn man abends Fernsehen gucken wollte, ist man dieser Information begegnet. Heute kann man dem sehr schön ausweichen. Ich sehe das an vielen Jugendlichen, auch Freunden meiner Kinder, dass tatsächlich man den ganzen Tag vor Castingshows sitzt oder diesen Trash-TV und da gibt es noch die Familie Assi irgendwie. Also das ist alles, man kann wirklich Informationen aus dem Weg gehen. Auf YouTube? Gucken sich junge Menschen politische Zusammenhänge an, auf Richtig. Facebook werden politische Zusammenhänge gepostet. Und eben darauf wollte ich hinaus. Und Monitor hat zum Beispiel 40.000 Anhänger auf Facebook, was ganz interessant ist. Unser Film zur Wasserprivatisierung wurde 1 Million Mal im Netz geteilt. So, diese Zahlen werden nicht erfasst bei der Quote. Das muss man auch nochmal sagen. Okay. Also die jungen Leute, wie viel die tatsächlich davon gucken, wissen wir im Moment noch nicht. Daran arbeitet man jetzt, wird vielleicht in Zukunft besser. Aber vor allen Dingen gucken die nicht, meistens nicht linear. Die holen sich genau, wie Sie sagen, das, was sie interessiert, aus dem Netz. Die holen sich es bei YouTube, die holen sich es in Mediatheken.
und schauen es dann. Und da ist eben die spannende Frage, wir haben schon festgestellt, es gibt eine intelligente Schicht von jungen Leuten, die sehr interessiert ist an gerade dem, was Meinungsmagazine und auch was wir zum Beispiel in unseren Sendungen immer machen. Und die müssen, da müssen wir eben gucken, dass sie auf uns aufmerksam werden, weil sie eben nicht mehr abends mit ihren Eltern vor dem Fernseher sitzen und jetzt dem begegnen. Möchte ich Peter Merseburger, der schon mehrmals das Mikrofon gehoben hat. Ich wollte nur sagen, dass ich Ihre Idee, dass ein Magazin mal ein Thema sich vornimmt und das facettenreich auseinandernimmt und dem Zuschauer präsentiert mit der ganzen Problematik, dass ich die sehr vernünftig finde. Und mich bedauere wirklich, dass zum Beispiel kein Magazin sich bisher oder keine Sendung bisher, wir kommen ja drauf, dass die Magazine vielleicht überfordert sind durch die Struktur des gesamten Programms, aber das ist bisher nie eine vernünftige, kritische, analytische Sendung zum Zustand des deutsch-französischen Verhältnisses gegeben hat. Und das ist europäische Innenpolitik. Und europäische Innenpolitik findet, wie ich finde, skandalöserweise in unserem Fernsehen überhaupt nicht statt. Wenn ich nach Brüssel gucke, dann kommt immer nach einem Gipfel unsere Kanzlerin und erklärt, was gewesen ist. Ja, aber ich erfahre eigentlich nie, nur in einem Kommentar des Korrespondenten, und das rauscht vorbei, was die anderen gedacht haben. Ich erfahre immer nur, was die Deutschen gedacht haben. Und das nenne ich nicht europäische Innenpolitik. Da ist ein echter Fehler, nicht unbedingt bei den Magazinen, sondern im gesamten Programm. Da sind wir bei dem, was Bernd Gäbler mit, was Bernd Gäbler mit Recherche ansprach. Also wir müssen uns ja auch fragen, darf ich jetzt mal vielleicht als kleinen Exkurs wagen, bei den Printmedien, wie wir Leser halten und gewinnen können. Interessanterweise, wir versuchen das mit Inhalten, und zwar, und jetzt kommt's, vertieften politischen Inhalten. Wir machen einen zusätzlichen Teil, Agenda heißt der, nur politische, vertiefte politische Berichterstattung, übrigens auch parteipolitisch, und, oh Wunder, wir gewinnen Leser damit. Und ich glaube, dass die politischen Magazine eine ähnliche Struktur in der Zuschauerschaft haben wir in der Leserschaft. Politisch Interessierte, die aufgeklärt werden wollen. Deswegen jetzt die Frage, was ist eigentlich, was läuft da falsch? Es hat auch was mit Recherche zu tun. Wie kann es sein, dass zwar von der Presse, immer von der Presse alle Skandale aufgedeckt worden sind, übrigens nie von Staatsanwaltschaften in Deutschland, immer von der Presse, dass sich aber mit politischen Magazinen im Gegensatz zu früher, keine ganz großen Themen mehr verbinden. Ich erinnere noch eines, das war Frontal 21, über das Geld, das gemacht wird mit Baustellen auf Autobahnen. Das war das große Thema. So, warum ist das so? Mindestens in dem kollektiven Bewusstsein, politische Magazine keine Rolle im wirklichen politischen Diskurs spielen. Also wenn ich dazu was sagen darf. Also das taucht ja auch in dem Referat von Herrn Gäbler auf, die Magazine würden keine Themen mehr setzen. Im Gegensatz zu früher. Es wird ja immer wieder die Schablone der 70er und 80er Jahre herangezogen. Aber Themen setzen mit Dutzenden Online-Redaktionen, mit einer täglichen Überflutung. Wie soll das denn bitte schön gehen? Welche Themen, um ein anderes Beispiel aus dem Printbereich zu nehmen, welche Themen setzt denn der Spiegel? Der Spiegel alleine hat mehr Redakteure als alle Magazine zusammengenommen. Welche Themen setzt denn der Spiegel noch, abgesehen davon von den Zuständen in seiner eigenen Chefredaktion? Also, nicht das. Die armen Kollegen jetzt. Und das andere. Wir reden über politische Magazine, nicht über die anderen. Ja, nee, das kann ich mir vorstellen, dass der Print da nicht so ganz angenehm ist, aber es ist ja auch ich nicht ganz. Ich bin der Tagesspiegel, hallo. Na, ist ja wohl Print, oder? Noch jedenfalls, oder? Also auch, dass die Skandale nur von Print aufgedeckt worden sind, auch dies ist so, glaube ich, nicht zu halten. Wir müssten jetzt mal in die einzelnen Beispiele gehen. Also ich glaube, so ist es nicht. Jedenfalls den Vorwurf, dass wir keine Themen mehr setzen, den, Herr Gäbler, halte ich schlicht für unfair und auch für tut mir leid, unhistorisch. Ja, aber ich würde das gerne unterstützen nochmal, Herr Kastorf, weil ich auch glaube, dass Sie in dem Punkt nicht ganz richtig liegen. Herr Gäbler, vielleicht macht es dann auch die Quantität, wenn Sie sich die Themen und die Magazine noch länger, noch ausführlicher anschauen, werden Sie sicherlich feststellen, dass es ganz, ganz viele Themen gibt in den politischen Magazinen,
wo wir sozusagen jetzt im besten Sinne Trendsetter waren. Also wir haben häufig, ich habe das extra natürlich nochmal nachgeschaut, schon im Jahr 2006 haben wir berichtet über die Situation, wie ist es, wenn Politiker innerhalb sehr kurzer Zeit in die Wirtschaft wechseln. Das ist eine Diskussion, die wir jetzt ganz aktuell wieder führen. Das fiel uns schon vor vielen Jahren auf. Wir haben immer wieder berichtet über natürlich Themen, mit denen wir auch Schlagzeilen machen immer noch. Das ist ja nicht so, dass es irgendwie alles völlig im Verborgenen stattfindet, was wir machen. Wir haben immer Schlagzeilen, also Sturmgewehre nach Libyen war eine Geschichte, die wir aufgedeckt haben, ja, wo deutsche Fabriken Waffen liefern nach Libyen und andere Geschichten, also mit anderen Magazinen ja genauso. Das ist also so, kann man das wirklich nicht stehen lassen. Was ich aber auch nochmal sagen will, ist noch ein neuer Punkt. Ich glaube, dass es auch in vielen Magazinredaktionen eine Denkweise gibt, die dem Journalismus insgesamt gut tut und die du gar nicht mehr so oft findest. Also ich habe gearbeitet auch für private Sender und für öffentlich-rechtliche Sender und habe ein bisschen mitbekommen, wie denken die Redaktionen. Sehr häufig ist es so, muss man leider sagen, bevor ein Stück gemacht wird, legt sich ein Redakteur häufig eine bestimmte These zurecht, geht dann raus, spricht mit den Leuten. Manchmal wird so lange ein Interview gemacht, bis du genau die passende Äußerung findest, die du brauchst, um die in dein Stück einzubauen. Die politischen Magazine, so wie ich sie erlebt habe, tun eben das nicht. Und das finde ich ehrenwert und das finde ich gut. Und deshalb arbeite ich dort sehr, sehr gerne. Und wir sind eben nicht mehr so dogmatisch, sondern auch gehen auch pragmatisch an Situationen ran. Was wir gerne sagen, ist, unsere eigenen Vorurteile totrecherchieren. Ja? Warum werden Sie unruhig? Wissen Sie warum? Ich habe gerade jetzt hier den Eifer entwickelt und möchte das gerne verteidigen. Das ist Eifer, aber im Verteidigen. Ich habe bis jetzt noch nicht eine einzige selbstkritische Äußerung in der Bespiegelung dessen, was man da tut, getan, weil es ja tatsächlich offenkundig ein Problem, ich will nicht sagen eine Krise der politischen TV-Magazine gibt. Ich habe noch nicht einen von den geschätzten Herrschaften, bis auf Peter Merseburger, der nicht mehr ganz so aktiv ist im politischen Magazingeschäft, noch nicht eine These gehört, daran sollten wir arbeiten. Also, Bernd Gäbler sagt, es scheint an einer Recherchestrategie in den Magazinen zu fehlen. Das ist doch ein Punkt, das müssen wir uns doch ständig sagen. Journalisten sind doch zur, sagen wir mal, Selbstvergewisserung aufgerufen. Wir müssen uns doch ständig fragen, was machen wir richtig? Die drei Fragen der Aufklärung. Was kann ich tun? Was kann ich wissen? Was kann ich hoffen? Was soll ich tun? Was darf ich wissen? Herr Kastorf, Sie geben sich aber auch alle Mühe, das hier schön zuzuspitzen und uns ein bisschen in diese Rolle zu bringen, dass wir hier umsitzen. Ja, aber Sie können doch nicht die ganze Zeit... Es aber gibt eine Krise... Dann sage ich Ihnen, springe ich runter und sage, es gibt eine Krise der politischen Magazine, es gibt einen Zuschauerverfall und die Antwort ist, wir machen alles richtig, nur die Sendeplätze sind falsch. Ist das gut? Ist das alles? Das wird dann eine sehr kurze Expertise von Herrn Gäbler. Eigentlich ist nur vorne und nachher alles falsch. Ja, es ist halt bei dem Vortrag, muss man wirklich sagen, neben einigen Sachen, die ich wirklich auch teile, sind halt auch viele Sachen drin, wo ich einfach sagen muss, gut, früher hatten wir auch immer einen bei den Kritikkonferenzen, der meistens nie Programm gemacht hat und dann aber am besten wusste, wie man es besser macht. Ein bisschen habe ich auch so die Tendenz, manche Sachen sind einfach nicht verstanden. Ich sage mal ein paar Beispiele. Ne? Also wenn Herr Gäbler zum Beispiel sagt, und dann bringt Monitor, hat diesen Coup mit Erhan, den IS-Sympathisanten, ne? Der frei rumläuft in Kempten, und dann sehe ich das aber morgen schon im Süddeutschen Magazin, dann ist der Rechercheverbund tatsächlich nicht verstanden, weil genau, es ist eine Recherche, die quasi von Monitor-Redakteuren mit den SZ-Redakteuren zusammen stattgefunden hat und die man dann zeitgleich veröffentlicht, am selben Tag möglichst, manchmal auch in derselben Stunde. Die Idee ist, dass man Recherchekräfte und Recherchestrategien bündelt, ne? Die Kollegen haben wahrscheinlich auch keine besseren dann, dass man die bündelt, dass man gemeinsam solche größeren Recherchen macht und sie dann auch gemeinsam veröffentlicht. Ja? Insofern ist es kein Nachteil, finde ich, und ich glaube, dass der Zuschauer das auch nicht so wahrnimmt, wenn es dann in der Zeitung steht und am selben Tag im Magazin auch kommt. Ich habe auch nichts dagegen. Ich glaube, das ist eine Binnensicht. So. Ja. Und da gibt es halt einige Dinge, ich sehe auch nicht tatsächlich den Bedeutungsverlust in diesem Maße, wie Sie ihn sehen. Ich finde eher, dass bei 10% oder 12% Quote im Schnitt heutzutage man unter den Top 10 ist. Das finde ich eher ermutigend. Ja. Ich glaube, dass diese Stoffe interessieren. Ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, wie wir mehr junge Menschen tatsächlich, weil das ist tatsächlich ein Problem, Überalterung unserer Zuschauer. Wir haben in der Regel 60+, die werden ja auch meistens immer älter, das ist auch schön für uns, ja, aber es ist keine Zukunftsstrategie. Das heißt, wir müssen gucken, wie kommen wir an die jungen Leute ran, wie schaffen wir auch die Themen für junge Leute. Da sehe ich zum Beispiel durchaus auch noch Defizite. Wir haben da Ansätze, wir haben über Facebook sehr früh berichtet,
berichtet, wir haben über Google sehr früh berichtet und dennoch könnte man da tatsächlich auch noch mehr machen. Wenn aber zum Beispiel Herr Gebner auch sagt, wir würden nicht auf Strukturen hinweisen, dann muss ich einfach sagen, hat er wirklich geguckt, ja? Also ich nehme mal Hermes, ja? Diese Paketboten-Geschichte, die ich auch damals mit einem Kollegen gemacht habe. Da ist es zum Beispiel so, diese ganze Geschichte, und das ist auch der Unterschied zum Privatfernsehen, wenn Team Wallraff, es gibt irgendwelche Ekelburger bei Burger King oder so, wir haben genau Hermes benutzt oder gezeigt auch als ein Beispiel für die Pest dieses Subunternehmertums, was sich allem entzieht. Also die Struktur, darauf legen wir nämlich großen Wert in den Diskussionen. Die Struktur kommt bei Monitorberichten zum Beispiel in der Regel natürlich vor. Nicht falsch verstehen. Fragen sind manchmal Provokationen, um aus dem Kokon des Selbstreferenziellen hinauszuführen. Und das ist das, was ich Ihnen sage, dass man vielleicht noch weiterkommen muss. Halt, nee, spar dir die Antwort auf. Denn jetzt, Herr Legrand, darf ich noch 2, 3 Fragen, Publikum? Ja? Was war der Chef hier? Der Chef? Ich? Ja. Und nachher heißt es, 16 Uhr hätte Schluss sein sollen. So, jetzt, ja, ich kenne das. Mensch, das wäre gut gewesen, wenn er Schluss gemacht hätte. Nein. Ja. So, jetzt sammeln wir nochmal, sagen wir mal, 3 Fragen in einem. Und dann bitte, also Fragen. Tatsächlich Fragen, also keine Co-Referate, bitte. Dann sagen Sie, wer Sie sind und dann adressieren Sie die Frage auch. Ja? Also 3 Fragen, wir sammeln sie, adressieren, Namen nennen und dann geht es zur Sache. Und die Antworten sind auch kurz und dann schaffen wir es vielleicht sogar noch, Bernd Geblers Erwiderung zu hören und dann, ja, dann war alles gut. Oder einigermaßen. So, ich kann nicht sehen, wer sich mehr... Ah, da hinten, gehen die Hände hoch. 2 haben wir schon mal. Nur Mut. Bin ich der Erste? Guten Tag. Hector H. Kötter aus Köln am Rhein. Ich bin Fernsehjournalist und Hochschullehrer. Ich hätte eine Frage an Sie, Herr Kastorf, wenn ich darf. Ja, aber ich bin hier nicht. Und zwar höre ich so ein bisschen aus Ihren Einlassungen heraus, dass Sie meinen, guter Politikjournalismus im Fernsehen würde aus Gesinnungs- und Meinungsjournalismus bestehen und man bräuchte vor allem den kommentierenden Moderator, der seine eigene Sicht der Dinge formuliert. Nein. Augenblick. Sie wollten ja erst sammeln und dann antworten. Dann sammeln Sie auch. Nee, das ist keine Frage. Das ist keine lassen Sie mich Frage. Kurz. Nee, halt. Es geht auch nicht um mich. Verstehen Sie? Ich bin hier derjenige, der die Fragen stellt, zuspitzt. Aber ein sehr meinungsstarker, deswegen darf ich Sie doch auch was fragen. War nicht meinungsstark, sondern es ist eine Frage gewesen. Insofern, es geht nicht um mich, sondern es geht um die Antworten der Damen und Herren hier. Wenn Sie die Frage an einen dieser Damen, gerne. Sie können ganz gerne nachher zu Frau mir kommen. Frau Kohlhoff, ich würde reden. Sie gerne was fragen. Hier scheint im Raum die These zu stehen, dass vor allem Gesinnungsjournalismus und ein sehr meinungsbetonter Moderationsstil guten Politikjournalismus ausmachen würde. Es gibt den ja. Jeden Tag in den Tagesthemen haben Sie Redaktionsleiter der ARD, die ihre Meinung zum Besten geben dürfen. Das ist in der Regel der Tiefpunkt des deutschen Fernsehens. Ich schalte dann immer weg, je nach Sender, früher oder später. Was ist Ihre Frage? Aber ich schalte immer weg. Finden Sie, Frau Frohloff, das auch? Geben Sie mir recht in der Feststellung, nicht? Die Antwort fällt schnell aus. Sie haben rhetorisches Talent, glaube ich. Sie werden im Fernsehen gut aufgehoben. Ja. Nein, Sie nehmen natürlich Bezug auf das, was ich vorhin gesagt habe. Und ich glaube, ganz kurz nochmal dazu dem Thema. Die Form, die Sprache im Fernsehen hat sich geändert. Die Darstellungsformen haben sich geändert. Klassische Kommentare gibt es selten. Der Moderator hat eine andere Rolle als früher. Das ist einfach so, glaube ich. Nichtsdestotrotz, ich denke, ein Moderator muss natürlich mehr sein als einfach nur ein Ansager. Keiner der Moderatoren der politischen Magazine versteht sich, glaube ich, so. Was wir versuchen, ist schon den Zuschauer wirklich mitzunehmen, auch für das Thema zu begeistern. Bei der Vielfalt der Themen, die wir da abbilden, rutscht du natürlich schon immer ein bisschen hin und her. Es ist mal dies, mal das und du musst sozusagen immer versuchen, den Zuschauer an die Hand zu nehmen. Gleichwohl, Meinung ja, aber sich selbst auch mal in Frage stellen können. Das finde ich übrigens auch ganz wichtig als Journalist und eben nicht mehr, wie es vielleicht früher auch einfacher war, in Zeiten, wo es den Kalten Krieg gab und man sich eindeutiger auf eine Seite geschlagen hat, wo es Schwarz und Weiß gab. Heute ist es anders. Heute ist es richtig und gut, wenn du als Journalist auch mal differenzierst oder auch mal deine eigene Unsicherheit zum Besten gibst und sagst, wir haben da Bilder bekommen aus Syrien, aus Afghanistan. Wir können die Quelle nicht eindeutig belegen. Wir zeigen diese Bilder mit allen Vorbehalten, aber wir sagen es Ihnen, liebe Zuschauer, und können das nicht hundertprozentig so einordnen, wie wir es gerne möchten. Das finde ich gut. Und sich dabei an den alten angelsächsischen Grundsatz halten, wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. Das ist eine Haltung, die in Deutschland nicht sehr verbreitet ist.
Jetzt noch zwei Fragen. Herr Gebler, Sie sind schuld mit Ihren Thesen und ich muss die Prügel einstecken hier. So, jetzt noch zwei Fragen bitte. Nee, ich weiß nicht. Also, ist das so? Wolfgang Reschke. Ah gut, okay. Wolfgang vier. Reschke, IG Metall, Salzgitter. Gitter. Eine ganz kurze Frage eigentlich. Wir reden die ganze Zeit über die Politikmagazine und ein Punkt ist nicht erwähnt worden bei den Politikmagazinen, die Frage der Glaubwürdigkeit. Und da habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass die auch heute noch relativ hoch ist. Wenn wir das einsetzen, beispielsweise Monitorbeiträge auf Betriebsversammlungen mit 3.000, 5.000 Menschen, ist die Glaubwürdigkeit dieser Beiträge immer sehr hoch und wird auch geschätzt, auch wenn man vielleicht im normalen Programm nicht mehr dazu kommt, dort reinzuzeppen, ja, weil man auch in der Frühschicht um 21.45 Uhr schon ins Bett gegangen ist. Darf ich um Ihre Frage bitten? Warum die Glaubwürdigkeit hier überhaupt keine Rolle gespielt hat, der Politikmagazine. So. Weil wir ja nicht das Verteidigen noch verlängern wollten, nicht bei diesen kritischen Fragen. Nicht? Aber dieses, da haben Sie vollkommen recht, das ist ein sehr wichtiger Punkt, was übrigens auch alle Umfragen, auch die senderinternen Analysen ergeben. Die Magazine verfügen nach wie vor über die höchste Glaubwürdigkeit aller Informationsprogramme. So, jetzt noch zwei Fragen bitte. Ja, klar. Ja, nein, da und da, ja. Gerne, ja, ja. Klaus Lang, langjährig früher bei der IG Metall, dann später Arbeitsdirektor. Meine These ist, aber ich komme gleich zur Frage, Herr Kastorf, dass die Magazine auch die älteren Zuschauer verlieren. Wenn ich bei mir selber ansehe und in meinem Freundeskreis, so werden Magazine als langweilig empfunden. Herr Richter, was veranlasst die These, dass, weil wir eine große Koalition haben, hätten wir eine entpolitisierte Gesellschaft? Und was veranlasst sie dann zum Schluss noch zu sagen, deswegen brauchen wir auch keine dezidierte politische Meinung mehr in Magazinen? Also zum Letzteren, also hier geht es wirklich um journalistische Grundsätze. Für Meinung gibt es Kommentare, Punkt. Und das, was nach meiner Ansicht nach die politischen Magazine leisten sollten, das ist das wiederum, was man im Angelsächsischen die News Analysis nennt. Wir analysieren. Aber wir machen keine Beiträge mit einer vorgefassten Meinung und suchen dann die entsprechenden Belege. Ich glaube, Recherchen sollten auch ergebnisoffen verlaufen. Das heißt, Sie prüfen die Fakten und danach entscheiden Sie, in welche Richtung ein Beitrag geht. Und Nee, das, also wissen Sie, es gibt so etwas wie den mündigen Zuschauer und ich bin diese Art von Journalismus, die kenne ich, allerdings mehr aus den älteren Zeiten, die bin ich wirklich leid, wenn mir Leute auf dem Bildschirm sagen, was ich zu denken habe. Wir haben so etwas wie den, bitte? Ja, natürlich. Ja, gut, das, ja, Satire ist ja keine Meinung. Ich glaube, da gibt es auch ein Missverständnis. Ich glaube, was Sie meinen, ist auch nicht, dass man quasi einfach nur seine Meinung sagt, weil man jetzt gerade seine Meinung sagen möchte, sondern dass am Ende einer Recherche auch ein Ergebnis steht. Und ich glaube, das ist aber das, was wir in der Regel auch machen. Wir recherchieren stellvertretend für den Zuschauer, wie bei einem Sachverhalt tatsächlich die Lage ist. Wie sieht es aus? Welche Studien gibt es? Was gibt es für Informationen? Was sagen Leute, die damit zu tun haben? Was sagen Insider? Ja, und das passiert aber heute in den Magazinbeiträgen schon auch weiter. Also zumindest in denen, die wir produzieren, da bemüht man sich genau darum eigentlich. Und das hebt sich auch ab und deshalb sind wir auch oft gegen den Mainstream. Ob jetzt bei der Schweinegrippe-Hysterie zum Beispiel, die ja wirklich hier als Medienkuh durchs Dorf getrieben worden ist, wo wir bei Monitor irgendwann wirklich die Zahlen recherchiert haben in Australien und festgestellt haben, das war eine Grippewelle, die so harmlos war wie noch keine, die durchs Land gegangen ist. Ja? Auch wenn natürlich bei jeder Grippewelle Leute sterben. Also da auch gegen den Mainstream sich aufzustellen, finde ich, ist auch eine wichtige Funktion dieser Magazine. So, die letzte Frage. Ah, ja, die Dame da. Ja. Sigrid Emmerich, ich hatte früher mein Castingbüro. Meine Frage. Es gibt ungefähr 6.000 Leute, die die Quote bestimmen, 6.000 Haushalte. Es gibt ungefähr 30.000 Mitarbeiter bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, oder noch, ich weiß es nicht genau. Was tut man innerhalb der Sender, um endlich aus diesem Quotenzeugs rauszukommen? Immer heißt es Quote, Quote, Quote. Wir können es langsam nicht mehr hören, dass sich angeblich alles immer nur um Mainstream, nach dem Mainstream richtet. Was tun Sie alle, die beim Sender arbeiten, ganz konkret gegen die Quote? Ja.
Also, weil wir bei Otto Brenner sind, nicht die andere Quote, sondern die Sendequote. Ja, so. Also ich weiß nicht, wenn Sie für Castingshows gearbeitet haben, kommen Sie... Bitte? Ganz seriöse TV-Movies. Ach, für Informationen auch. Okay. Gut, ich wollte nur sagen, also im Bereich Unterhaltung hat Quote vielleicht auch eine etwas andere Bedeutung als in der Information bei den Öffentlich-Rechtlichen. Also ich erlebe zu meiner Freude, dass wir ganz, ganz, ganz selten, muss ich Ihnen sagen, Diskussionen über die Quote führen. Wir nehmen sie zur Kenntnis, wir gucken uns auch an, wie der Verlauf war. Das ist für uns so ein bisschen einfach ein Maßstab, um festzustellen, wurde ein Beitrag am Anfang mehr geschaut, hat mehr Zuschauer das Thema, das wir ganz ans Ende gesetzt haben, interessiert. Versuchen daraus ein bisschen uns ein Stimmungsbild zu machen. Ja? Also sonst willst du überhaupt ableiten, was kommt an und was kommt nicht an, außer von den Zuschauerzuschriften. Aber auch das ist ja nicht repräsentativ, wie wir wissen. Es gibt leider keinen anderen Maßstab als diese GfK-Quoten. Aber sie sind nicht wirklich ausschlaggebend für uns. Das finde ich gut, das finde ich wohltuend und das befreit uns eigentlich auch im Denken. Und wir haben immer mal wieder Themen gesetzt, die wir zum Beispiel auch in der Diskussion, in der Redaktion sehr kontrovers diskutieren, ob wir das überhaupt so machen sollen oder welche Meinung wir überhaupt dazu haben. Gerade jüngstes Beispiel zu diesem, wir haben ein Thema gemacht über diesen komischen ALS Ice Bucket Challenge, haben Sie vielleicht mitbekommen, Leute, die sich diesen Eimer eiskaltes Wasser über den Kopf gießen und gleichzeitig dann Geld für diese unheilbare Krankheit ALS spenden. Ja? Also das scheint jetzt erstmal irgendwie ein Boulevardthema zu sein. Und wir haben aber gesagt, Millionen Menschen aller Welt haben mitgemacht. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Haben uns dann entschieden, ein Stück zu machen, das das sehr, sehr kritisch beleuchtet und haben einen Kollegen ins Bild genommen, der selbst an ALS erkrankt ist. Da haben wir ganz lange drüber gestritten. Ist das etwas, das unserer Quote auch total schaden kann? Wollen die Zuschauer sowas überhaupt sehen? Sind die ganz anderer Meinung? Was machen wir damit? Also das findet schon durchaus auch statt. Und darüber bin ich wirklich froh auch. Verehrte Damen, hier oben, verehrte Herren, Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind hinreichend verwirrt. Ihre Meinung zählt. Aber jetzt kommt erstmal die Meinung von Bernd Gäbler. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Aushalten, fürs Dasein, fürs Hiersein, fürs So-Sein. Jetzt geht's weiter. Herr Gäbler, jetzt kriegen Sie die Prügel. Nein, es gibt...